Hallo miteinander, herzlich willkommen bei Maske Fit Mach mit. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema funktioneller Gymnastik, und zwar dehnen wir unser Gesäß bzw. die Hüftmuskulatur. Was wir dazu brauchen, ist ein Stuhl oder eine Ablage, das ungefähr hüfthoch ist. Und dann begeben wir uns in die Position, winkeln das Bein an, ähnlich wie bei einem L-Sitz, positionieren uns und versuchen einfach, am Anfang stehen zu bleiben. Okay, wir drücken den Oberkörper groß raus, ein bisschen Hohlkreuz, und versuchen, dass wir die Dehnung im Gesäß spüren. Ich bin mir sicher, dass es bei den meisten ziemlich zieht, wie bei mir auch. Eine gute Variation ist dann, dass wir das Knie, das Standbein beugen, wieder hochgehen. Oder mit der Zeit auch mit dem Bauchnabel versuchen, Richtung Unterschenkel zu kommen. Aber am Anfang ist das nicht das Ziel, sondern versuchen wir wirklich groß rauszustehen, rauszudrücken, uns groß zu machen. Und automatisch, je länger wir in der Dehnung bleiben, kommen wir weiter nach vorne. Okay? Dann lösen wir ungefähr 1 bis 2 Minuten, fangen wir langsam an. Dann, das Standbein bleibt nun mit der Ferse Richtung Ablage oder Stuhl. Wir geben das ganze untere Bein auf die Ablage oder auf den Stuhl. Die Hüfte drücken wir, spannen wir an. Das heißt, wir Pobacken drücken zusammen, sodass die Hüfte ein bisschen mehr nach vorne kommt. Okay, Standbein kann gebeugt oder gestreckt bleiben, und wir spüren einfach die Dehnung im Gesäß. Am Anfang dehnen wir uns ein, bekommen zuerst ein bisschen Gefühl für das. Und mit der Zeit können wir wieder variieren, indem wir tiefer gehen mit dem Standbein oder den Oberkörper zum Beispiel näher Richtung angewinkelten Bein geben, oder der Oberkörper kann auch in die andere Richtung tief. Okay? Probiert es am besten aus. Es ist eine sehr gute Übung, vor allem wenn man oft sitzt. Und sowieso gut für die Gesäßmuskulatur bzw. die Hüften. Viel Spaß damit.